Klingt wie Jupiter. Was da wohl passiert ist? Hier drüben, Sam. Sehr schnell. Gut, da, er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi. Such schnell James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny? Wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Critley. Danke, Sir. Hallo, Sam. Das hätten wir. Vorsicht, James. Ich schau erst mal. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich hätte nicht zu den Klippen gehen dürfen, so wie Sie es gesagt haben, Hauptfeuerwehrmann Steele. Du hast sehr viel Glück gehabt. Warum musstest du auch gerade hier graben? Ich dachte, ich hätte ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom entdeckt. Dabei war es nur eine verrostete Dose. Und ich wollte ihr doch so gern was ganz Besonderes schenken. Oh. James Jones, dass du gesund bist, ist doch mein allergrößtes Geschenk. Hauptfeuerwehrmann Steele, wollen wir nicht vielleicht noch einmal versuchen, diesen Münzenschatz zu suchen? Ich glaube, mir reicht es für heute mit dieser Schatzsucherei. Oh, doch nicht aufgeben, Sir, noch einen Versuch. Meinetwegen, mir nach, Critlington. Pass auf, gleich entdeckt er meine Spardose. Oh, kommt mal alle her. Haben Sie da etwa was entdeckt, Sir? Oh ja, einen ganzen Beutel voll uralter Münzen. Ich wusste ja, dass hier ein Schatz liegt. Ja. Sieht nicht nach deiner Spardose aus, Elvis. Oh nein. Sehr gut gemacht, Sir. Auf geht's, Schnuffi. Sir, leihen Sie mir den Metalldetektor? Sir, wo habe ich bloß meine Spardose vergraben? Du schaffst das schon. Braver Hund. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich erkenne gar nichts wieder, James. Überlass das nur mir. Ich weiß besser als du, wo es lang geht. Aber es ist doch jetzt ganz egal, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir haben uns verirrt. Ja, du hast recht. Aber wie sollen wir den richtigen Weg finden? Tja, wir könnten uns nach Dingen richten, die wir gesehen haben, als wir in den Wald liefen. Zum Beispiel den großen Felsbrocken. Sind sie ja! Endlich! Da bin ich aber froh! Gwendolyn, hast du irgendetwas, was den Zwilling gehört, damit Schnuffi ihre Spur aufnehmen kann? Nur ihre zwei Regenjacken. Sehr gut. Hier, Schnuffi, riech an den Jacken. Komm schon, Schnuffi, wir brauchen dich. Wir müssen James und Sarah finden. Braver Hund. Da kommt ein Hubschrauber angeflogen. Tom! Erlöscht das Feuer aus der Luft. Oh, hier ist der Felsbrocken, den du vorhin entdeckt hast. Ja, und da ist der Brunnen. Hier sind wir richtig. Und ich kann Hundegebell hören. Oh, Sam! Sam! Mom! Oh, ich
hab mir ja solche Sorgen um euch gemacht, Kinder. Tut uns leid, dass wir nicht gekommen sind, Mom. Wir haben gar nicht gesehen, dass du schon weg warst. Ihr wart mal wieder zu beschäftigt, herauszufinden, wer wohl der Beste von euch ist. Ja, aber den Weg aus dem Wald konnten wir nur gemeinsam finden. Sam hat auch geholfen. Und Schnuffi nicht zu vergessen. Was sagt man dazu? Schnuffi bleibt ja ganz ruhig und hat gar keine Angst mehr. Ich wusste doch, dass er ein mutiger Rettungshund ist. Oh, ich hab dir was mitgebracht, Sam. Eigentlich ist es eher von uns beiden. Dankeschön. Das freut mich aber sehr. Von jetzt an keinen Wettstreit mehr. Ich wette, ich bin viel besser beim Nicht-Wettstreit als du, James. Bist du nicht. Ich bin besser. Oh. War doch nur ein Witz, Mom. Alles klar, Sir. Das Feuer ist gezündet. Die Übung kann jetzt losgehen. Ausgezeichnet. Ich betätige den Alarm. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Oh, ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg! Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Norman, Sam holt dich da gleich raus. Oh, was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist ja alles gut. Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Nicht zu fassen. Ist dir denn das Gewinnen beim Versteckspielen wichtiger als deine eigene Gesundheit, Norman Price? Nein, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Wir haben uns wirklich beide ziemlich dumm versteckt. Oh, aber ich bin jetzt offiziell der beste Verstecker von ganz Ponty Pandy. Ich schlage vor, du versteckst dich mal daheim. Für eine ganze Weile. Ja, und da kannst du herrlich den kalten Fischauflauf essen, der da seit Stunden wartet. Ist gut, Mom. Elvis, stimmt was nicht? Ja, es lief doch alles sehr gut. Die arme Dolly. Sie hat es nicht geschafft. Naja, Norman war nicht der Einzige, den ich aus dem brennenden Trainingsturm retten konnte. Sieh mal hinter dich. Dolly, da bist du ja. Auf dich kann man sich wirklich immer verlassen, Sam. Dafür sind wir da, Elvis. Genau dafür sind wir da. Weil die Klimaanlage nicht funktioniert, wenn die Fenster geöffnet sind. Die Klimaanlage funktioniert doch sowieso nicht, Mr. Evans. Und ob die funktioniert, Norman? Und wieso steht dann der Zeiger der Temperaturanzeige auf Rot? Seht nur, Rauch! Oh, oh, oh nein! Alles aussteigen, sofort! Bleibt, wo ihr seid. Ich werde mir das mal ansehen. Nein, nicht aufmachen, sonst kommt Luft ans Feuer. Ich weiß schon, was ich hier tue, Norman. Oh, nein! Ah! Oh, Mr. Evans, rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Yeah. Oh, da brennt ein Bus. Oh, nein! Oh,
Da brennt ein Bus, oben in den Bergen von Pontypandy. Das wird Trevors Bus sein. Er macht einen Ausflug mit den Kindern dorthin. Was? Dann aber schnell jetzt. Komm, Elvis. Anschnallen? Da kommt Sam. Das ging aber schnell. Beeilt euch, mein schöner Bus. Gut, dass du alle rechtzeitig rausgeschafft hast. Das Feuer hätte sich nicht so ausgebreitet, wenn du die Motorhaube nicht geöffnet hättest. Was? Bist du sicher? Oh ja, das habe ich erst heute bei einer Übung gelernt. Genau wie ich. Wenn Luft drankommt, wird ein Feuer stärker. Deshalb habe ich ja gesagt, sie sollen die Motorhaube nicht aufmachen. Ich hätte auf deinen Rat hören sollen, Norman. Naja, und du warst ja nicht der Einzige, der mir heute Tipps gegeben hat. Aber ich habe keinen befolgt. Tut mir leid. Möchtet ihr mit zurückfahren? Aber in Jupiter passen wir nicht alle rein. Ich rufe mal Tom an. Der kann uns ganz sicher helfen. Oh, da! Da ist einer. Ich kann ihn sehen. Da, Mr. Evans. Oh, du hast recht. Ja, heute hatte ich mit allem recht, Mr. Evans. Von jetzt an werde ich mich bemühen, öfter auf dich zu hören, Norman. Gut. Da drüben fliegt ein goldener Adler. Wo? Edge, reingelegt. Aber sie haben gut auf mich gehört. Eine Kiste wurde am Strand angespült und sie tickt. James ist darunter eingeklemmt. Zum Strand, Sam. Jede Sekunde zählt. Person unter einer Kiste eingeklemmt. Wir sind so schnell wie möglich vor Ort. Könnten Sie Penny bitten, die genaue Position zu ermitteln? Ja, Sam. Von wegen nicht viel los. Da sind sie. Penny hier an Sam. Kommen, Penny. Ich sehe Sie am Strand. Sie sind an der Felsküste. Danke, Penny. Wir sind gleich da. Endlich, da seid ihr ja. Sam, schafft ihr das auch? Na klar, James. Das haben wir gleich. Sarah, du gehst mit Mandy zurück zum Café. Sarah, tut mir leid, das vorhin mit dem langweilig. Das nächste Mal machen wir was zusammen. Ich verspreche es. Was mag da nur drin sein, Sam? Ich weiß es nicht. Das muss jetzt sehr schnell gehen. Wir heben die Kiste über James so vorsichtig an, wie wir nur können. Reicht das schon, James? Ja, ich bin raus. Was immer da drin ist, es wird lauter. So wie das klingt, sind das Uhren. Sehr viele. Nein, es sind Wecker. Immerhin wissen wir jetzt, was in den Kisten drin ist. Das ist alles nur passiert, weil wir uns vorhin so gestritten haben. Tut mir leid. Ich hätte lieber auf dich hören sollen. Komm mal her, Junge. Manchmal muss man Dinge einfach ganz für sich allein herausfinden. Danke, Sam. Danke, Elvis. Dafür sind wir ja da, James. Wenn ich eines nicht dulden kann, Critlington, dann ist es zu spät kommen. Als Feuerwehrmann trägt man besondere Verantwortung. Ja, Hauptfeuerwehrmann Steele, Sir. Aber in Anbetracht eurer heutigen Großtat hat Sam vorgeschlagen, dass du eine Belohnung erhältst. Oh, das ist ja toll. Oh, was ist da drin? Das tickt ja. Du brauchst einen Wecker. Vielleicht verschläfst du dann nicht immer, Elvis. Ja. Oh.
der fährt draußen Skateboard. Aber das hat er mir zum Muttertag geschenkt. Und was ist das? Das sieht aus wie ein Flaschenverschluss, der auf ein Stück Holz genagelt wurde. James, sei doch nicht so vorlaut. Das ist ein Kerzenständer. Hast du was dagegen, wenn ich ihn gleich benutze, Gwendolyn? Nein, Dillis, natürlich nicht. Wenn's dir Freude macht. Oh, puh. Muttertag ist total langweilig. All meine Freunde sind heute bei ihren Müttern. Und alleine Skateboard fahren macht echt keinen Spaß. Vielen Dank für die Einladung, Trevor. Das war eine reizende Idee, ein Essen bei Kerzenschein. Huch! Entschuldigung. Oh! Oh, oh, oh. Achtung, Dillis! Oh! Feuer! Keine Panik, Ruhe bewahren. Wir müssen das Café alle sofort verlassen. Kommt, Kinder. Feuer im Kabeljau-Café, meiner Toll! Feuer im Kabeljau-Café, Beeilung! Diesmal ist es kein falscher Alarm, Sam. Charlie hat selbst angerufen. Was ist denn da wohl los? Gut, dass Sam da ist. Penny und Elvis, ihr nehmt die Schläuche. Ich werde prüfen, ob noch jemand im Café ist. Ist gut, Sam. Mom! Mom! Norman, bleib da! Aber Mike, meine Mom ist doch da drin. Deine Mom ist da drüben, Norman. Oh, Mom. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, dir wäre etwas passiert. Oh, Norman. Dann bin ich dir also doch nicht ganz egal. Aber natürlich nicht. Du bist doch meine Mom. Tut mir leid mit dem Kerzenständer, Mom. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gefährlich werden kann. Aber jetzt habe ich dir ein ganz sicheres Geschenk gebastelt. Und zwar ein Briefkasten. Und stell dir vor, ich habe ihn auch selbst bemalt. Gefällt er dir? Oh, Norman, der ist ja bezaubernd. Du bist wirklich ein richtiges Goldstück, mein Junge. Oh, Mom. Wir dachten, du liegst im Bett. Wir brauchen Hilfe, Mr. Evans. Rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Gute Idee. Aber mein Handy liegt doch im Bus. Überlassen Sie das nur mir. Ich habe Mikes Handy in seiner Werkzeugkiste liegen sehen. Bin gleich wieder da. Oh, der Schulbus von Trevor Evans droht vom Rande der Klippen zu stürzen. Oh. Der Bus von Trevor Evans droht vom Rande der Klippen zu stürzen. Verliert keine Zeit, Sam. Ponte Pendi Feuerwache an Bergwacht. Wir brauchen dringend Hilfe, Tom. Und los geht's. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Steht an einer schwierigen Stelle, Sam, aber der Rand der Klippen sieht stabil aus. Verstanden, Tom. Wir sind gleich da. Oh, da ist Feuerwehrmann Sam! Sind noch Passagiere im Bus? Nein, Sam, es sind alle raus. Aber mein armer Bus macht mir noch Sorge. Und Norman. Na gut. Beeilen wir uns. Elvis, befestige das Seil. Ist gut, Sam. Alle zurücktreten. Schön vorsichtig. Beeilung, Sam. Die Klippen fangen an zu bröckeln. Keine Sorge, Tom.
Danke. Hurra! 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 Tut mir leid, dass ich mich weggeschlichen habe, Mom. Aber ich fühle mich jetzt schon viel besser. Immerhin hast du Hilfe gerufen. Aber du hättest Woolly erst gar nicht rauslassen dürfen. Was wird denn jetzt mit meinem Norman passieren, Sam? Ich weiß schon, wie er das wieder gut machen kann. Schau, Woolly, da drüben ist ein Bild von dir. Dieses Schild soll alle Autofahrer vor freilaufenden Schafen warnen. Na, dann dürfte jetzt ja wohl nichts Schlimmes mehr passieren, oder? Au! Oh! Oh! Oh, da ist ein Wolf! Keine Panik, Norman! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Norman, hol das Telefon! Ich trau mich nicht, Mom. Der tut mir bestimmt was. Dann löse unseren Feuermelder aus. Es brennt zwar nicht, aber ein Notfall ist es trotzdem. Zerschlag das Glas. Aber wie, Mom? Das Ding ist viel zu weit weg. Ich weiß auch nicht. Wirf mit etwas danach. Wenn ich meinen Fußball hätte, könnte ich den nehmen. Dann hol ihn hoch. Er liegt hinter dem Tresen. Okay. Ich gebe mein Bestes, aber ich habe nur einen einzigen Schuss. Ja! Also wirklich, hier ist der dritte Notruf vom Sparpreissupermarkt. Das kann doch nur wieder ein falscher Alarm sein. Diesmal treibt Norman es wirklich zu weit. Oh, Mom, Sam kommt ganz bestimmt nicht. Er denkt sicher, ich tue nur wieder so. Und dann ergeht es mir wie dem Jungen dieser Wolfsgeschichte. Hab keine Angst. Es tut mir so schrecklich leid, Mom. Das ist alles meine Schuld. Ich hab den Alarm ausgelöst. Aber ich wollte doch nur meinen Ball wieder haben. Ach, Norman. Das ist Sam. Das ist Sam. Vorsicht, sonst fallen wir runter. Jetzt habe ich aber langsam genug, Norman. Was macht ihr denn da oben? Hier ist ein Wolf drin. Da! Er sitzt hinter dem Tresen. Ehrlich, das ist kein falscher Alarm. Wie niedlich. Das ist kein Wolf, das ist ein Fuchs. Und so wie es aussieht, ist er verletzt. Oh, armer Kerl. Hol den Greifer, Elvis. Oh, Sam, ich hatte solche Angst. Ich dachte nämlich, du würdest nicht kommen. Auf einen Notruf reagieren wir immer, Norman. Selbst wenn wir ihn für einen falschen Alarm halten. Ah. Aber tu ihm nicht weh, Sam. Keine Sorge, wir wollen dir nur helfen, mein Kleiner. Gut, dass ihr mich gerufen habt. So, ich werde ihm in der Bergwacht die Pfote verbinden. Dann ist er sicher ganz schnell wieder fit. Sam? Ja, Norman? Tut mir leid mit dem falschen Alarm. Ich habe den Feuermelder mit Absicht ausgelöst. Ja, ich weiß. Mutig, dass du es zugibst. Immer aufpassen, Norman. Ich glaube, jetzt wird Norman erstmal Ruhe geben, Elvis. Wozu so ein kleiner Fuchs doch gut sein kann. Ja! Oh, wo kommt das denn her? Oh nein, das ist Normans Zimmer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Was? Ein Feuer über Dillis Supermarkt? Schnell! Beeilt euch! Im ersten Stock von Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Anschneiden. Mhm. Könntest du mir wohl noch mal helfen? Das Ding macht jetzt so ein Sirenengeräusch.
Tut mir leid, Dillis, aber du musst das Gebäude verlassen, falls das Feuer sich ausbreitet. Feuer? Welches Feuer? Komm einfach mit. Norman, du musst hier raus. Schnell! Das geht nicht, Sam. Ich klebe an dieser Tür fest. Oh, ich verstehe. Los, Penny, hol einen Schraubendreher. Wir müssen den Türgriff abschrauben. Wird gemacht, Sam. So. Die Schrauben sind eingerostet. Ich krieg sie nicht raus. Dann schraub die ganze Tür ab. Die ganze Tür? Norman Price, bring sofort die Tür wieder zurück. Aber das geht nicht, Mom. Ich klebe daran fest. Oh, keine Sorge, Dillis. Wir befreien ihn. Mit Nagellackentferner geht der Kleber schon ab. Wie hast du es denn nur geschafft, an der Tür kleben zu bleiben, Norman? Auf dem Kleber stand doch ein Hinweis. Aber du hältst dich ja nicht gerne an Anleitungen. Anleitungen sind zur Hilfe gedacht, Norman. Und Hilfe kann jeder mal gebrauchen. Tut mir echt leid. Mir tut es auch leid. Ich wusste ja nicht, dass Kopfhörer so gefährlich sind. Wirklich schade um das Modellflugzeug. Du musst wissen, die Dinger waren das Größte für mich, als ich in deinem Alter war, Norman. Wirklich? Mike, wenn ich mir ein neues besorge, hilfst du mir dann beim Zusammenbauen? Allein kriege ich das nämlich nicht hin. Oh, gern. Sehr gern sogar. Tja, dann geht's jetzt zurück zur Feuerwache, Elvis. Ho, 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 ich bin heute guter Laune. Heute ist mein Tag Elvis. Und ich kann nicht... Oh, Achtung! Fertig! Los! Pass doch auf die Mauer auf! Norman! Benutz die Bremse! Welche Bremse? Norman! Norman ist vom Kai gestürzt. Los, Penny. Zum Hafen, Sam. Norman Price ist vom Kai gestürzt. In einem Go-Kart. Schon unterwegs. Jetzt aber los. Was hat er nur diesmal angestellt? Ganz ruhig, Norman. Jetzt sind wir ja da. Versuch dich an dem Seil festzuhalten. Tja, Norman, diesmal hast du dich wirklich selbst übertroffen. Du hast einen Verkehrsunfall verursacht und dich dann auch noch selbst in Gefahr gebracht. Und wahrscheinlich wäre das alles nicht passiert, wenn du einfach nur auf Mike gewartet hättest, damit er dir hilft. Tut mir leid, Sam. Ich entschuldige mich bei euch allen. Ich tu's auch nie wieder. Fest versprochen. Ich glaube, diesmal reicht eine Entschuldigung nicht aus, Norman. Diesmal musst du schon helfen, den Schaden wieder gut zu machen. Wenn wir hier fertig sind, kannst du mir dann helfen, ein richtiges Go-Kart zu bauen? Oh, aber klar doch, Norman. Das mache ich gern. Schraubenschlüssel. Oh, cool. Sobald wir die Bremse repariert, die Motorhaube lackiert und den Wagen gewaschen haben. Und ich glaube, dann haben noch ein paar andere Leute etwas für dich zu tun. James! Was? Das Wasser! Wir sitzen fest, James! Ja, vor ein paar Stunden habe ich sie noch gesehen. Ich glaube, sie wollten runter an den Strand. Aber wo bleiben sie denn dann? Die Flut kommt doch gleich.
Ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. Oh, James, Sarah, Norman, vermisst? Schade um das Essen. James, Sarah und Norman werden vermisst. Sie wurden zuletzt unten am Strand gesehen. Alarmieren Sie die Bergwacht, Sir. Tom kann aus der Luft suchen. Penny und ich suchen vom Wasser aus. Gut. Ich habe Sarah gefunden. Sie steht auf einem Felsen an den North Bay-Klippen. Danke, Tom. Wir sehen Sie auch. Hilfe! Hier sind wir! Komm her, Sarah. Ich hab dich. Aber wo sind Norman und James? Die sind in eine Höhle gelaufen. Da drüben habe ich sie zuletzt gesehen. Der Höhleneingang sieht überflutet aus, Sam. Hilfe! 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 James, schau! Da schwimmt was unter Wasser auf uns zu. Ah, das ist ein Seeungeheuer. Aber Norman, Seeungeheuer gibt's doch gar nicht. Penny! Hallo, Jungs. Norman, komm zurück. Es ist nur Penny. Das wusste ich doch. Keine Angst. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Ich hol euch hier raus. Und was ist mit mir? Ich komme gleich wieder, Norman. Halt dich an mir fest, James. Wie tief ist das denn? Keine Sorge, James. Die Flut geht jetzt ja zurück. Und damit auch das Wasser. Da hast du uns ja wieder mal einen schönen Schrecken eingejagt, Norman Price. Dabei solltest selbst du wissen, wie gefährlich die Flut sein kann. Entschuldige, Sam. Und ihr zwei solltet es eigentlich auch besser wissen. Aber Mom! Norman sagte, er hätte einen Dinosaurier gesehen. Nun, dann muss dieser Dinosaurier sehr alt gewesen sein. Hier ist nämlich sein Krückstock. Ein Notsignal. Charlie muss vor den Schwierigkeiten stecken. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Charlie ist mit seinem Boot in Seenot geraten. Oh, oh, oh. Komm mit, Penny. Alles klar. Eine Seenotrettung. Betreffendes Boot in der Bucht gehört dem Fischer Charlie. Und es sind möglicherweise Kinder an Bord. Oh, wir werden untergehen. Hilfe, Hilfe, runter vom Schiff. Ruhig, ganz ruhig, Norman. Die erste Seefahrerregel lautet keine Panik. Tief durchatmen. Da, das sind Sam und Penny. Sam, Penny. Norman, tief durchatmen. Oh, Entschuldigung. Ist jemand verletzt? Nein, nur das Boot. Wir haben ein Walkalb gerammt, aber es wird schon gehen. Gut, ich hol die Kinder von Bord. Sarah? James? Norman, du bleibst hier und hilfst Charlie. Was? Aber ich... Na gut, ich bleibe hier. Danke, Norman. Gut gemacht. Ich werf euch ein Tau rüber. Wir müssen das Walkalb zusammen zurück ins Meer treiben, okay? Ja, Norman und ich kriegen das schon hin. Oh, da bist du ja.
Baby hat seine Mutter gefunden. Hurra! Jetzt freut es sich bestimmt riesig. Ich glaube, es will sich bedanken. Leb wohl, kleiner Wal. Wir haben auf dem Meer ein richtiges Abenteuer erlebt. Und? Wer hat den Angelwettbewerb gewonnen? Ich würde sagen, wir haben alle gewonnen. Er war so groß. Nein, er war so groß. Glücklicherweise ist er aber entkommen. Wieso glücklicherweise? Das ist so lustig. Ich verstehe das nicht. Norman! Oh, endlich! Sehr gut. Jetzt können wir auch den Rauchmelder testen. Ha, funktioniert bestens. Und der Regen ist vorbei. Das nenne ich Glück. Hurra! Jetzt können wir doch noch im Garten feiern und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der Hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flotz. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Da sind sie ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Dreh doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. Wenn der Strom ausfällt, muss der Herd immer ausgestellt sein. Sonst vergisst man vielleicht, dass er noch an ist, wenn der Strom wiederkommt. So wie ich. Oh, und nie etwas auf die Herdplatte legen. Zum Beispiel Servietten. So wie ich. Oh, tut mir wirklich leid. Ich hätte um Hilfe bitten sollen, aber für dich wollte ich heute mal alles ganz allein machen, Helen. Hier, nimm ein Würstchen. Hier, Schnuffi, such Helen. Ponty-Pendy-Berge liegen in der Richtung, Sam. Ich weiß. Wo führt er uns nur hin? Nanu! Ich hab nichts getan. Hallo, Schnuffi. Was machst du denn hier? Wir suchen Penny und deine Mom, Mandy. Ja, Schnuffi hat an der Bluse deiner Mutter geschnüffelt und uns direkt hergeführt. Das ist keine Bluse, sondern ein Kleid und gehört mir. Wie konntest du bloß Mams Sachen verwechseln, Dad? Aber ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach nicht, wessen welche waren. Die gehört auf jeden Fall, Mom. Halt! Ich weiß wieder, wo die beiden hin wollten. Den Quellenweg und dann rauf zu den hohen Zinnen. Verflixter Funkenflug. Nichts wie los.
Komm, Schnuffi, das schaffst du. Los, kommt alle hinterher. Schnuffi hat schon eine Spur. Such Schnuffi. Hier sind wir. Helen! Oh, Mom! Alles in Ordnung, Penny? Zum Glück ja, dank Helen. Oh, ich bin so froh, dass du doch dran gedacht hast, einen Suchtrupp zu rufen. Aber natürlich. Ich habe mich sogar daran erinnert, wo ihr hin wolltet. Irgendwann. Ich nehme jetzt immer eine Krankenschwester mit, wenn ich wandern gehe. Helen hat den Knöchel im Handumdrehen bandagiert. Aha, so kriegt man das also hin. Was? War ich das eben? So? Das war mein kleines Geheimnis. Wieso ist das bloß mir nicht aufgefallen? Jetzt hast du ihm einen neuen Trick beigebracht, Elvis. Mein kostbares Werkzeug! Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein, die Feuerwerksparty. Hoppla, schon wieder. Bei den Flats brennt es. Da ist sicher was mit dem Feuerwerk passiert. Quiddlington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Wo Tiger jetzt verstecken mag? Oh je! Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman! Da kommen sie! Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in der Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Keine Spur von Tiger. Er war also ganz sicher nicht in der Werkstatt. Oh, das ist gut. So ein Glück. Ach, da bin ich aber froh. Ich will jetzt sofort nach Hause. Vielleicht ist Tiger ja schon zurückgekommen. Ich fahre dich. Aber wir haben doch noch gar nicht alle Raketen gezündet. Also für diesen Abend haben wir genug Raketen gesehen. Allerdings. Nie wieder Feuerwerk im eigenen Garten. Das ist zu gefährlich. So ein großes Feuer haben wir lange nicht mehr gelöscht. So lange, dass ich fast vergessen habe, wie es geht. Was war das denn? Hast du das auch gehört? Hey, na sowas. Das ist Tiger. Es ihm gut geht. Du wolltest wohl nur noch mal mit dem Feuerwehrauto mitfahren. Habe ich recht, Tiger? Und stellt euch vor, er saß auf meinem Merkblatt mit den Sicherheitstipps. Und es gibt wohl kaum einen Ort, der sicherer ist. Rot sieht man super, das... Da läuft was gar nicht super. Das ist ein Notruf. Sam versteht das. Mom, Butler läuft weg. Sehr seltsam. Ich rufe die Notzentrale an.
Oh, Gwendolyn am Cliff verunglückt. Ich muss die Bergwacht verständigen. Keine Sorge, Kumpel. Ich meine, Sir. Ich finde sie. Was machst du denn hier? Butler, wo läufst du hin? Butler! Sieh nur! Da ist Tom! Hilfe! Ich fürchte, ich kann hier nicht landen. Ich hole Verstärkung. Sam! Ich hatte das Gefühl, ihr könntet mich brauchen. Was ist das Problem? Mein Bein! Ich rufe Schwester Flood an. Warum geht heute eigentlich niemand an sein Telefon? Hallo? Oh, Butler hat mich hergeholt. Was ist denn passiert? Was für ein guter Junge. Lass mich mal sehen. Wir müssen ins Krankenhaus, um dein Bein zu röntgen. Tom, wir brauchen hier unten dringend eine Trage. Geht klar, Sam. Gut. Passt auf, sie könnte pendeln. Sam wird dich begleiten, Liebes. Ich komme dann zum Krankenhaus. Tja, so eine wahnsinnige Aufregung und dein Bein ist nicht mal gebrochen. Verstaucht ist schlimm genug, James. Sam, du warst wundervoll. Und wäre Elvis Lied nicht gewesen, säßen wir jetzt noch auf den Ponty-Pandy-Klippen. Rot sieht man super, das hilft dir in der Not. Denn klapp mal was nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tiger ist schon oft weggelaufen und er ist immer zurückgekehrt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns. Ein Glückspfennig! Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt. Tiger! Mom! Mom! Es hat wirklich funktioniert! Tiger ist im Brunnen! Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Tiger im Brunnenschacht! Oh. Gwendolyns Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen! Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolyn. Da sind sie schon, Penny. Hallo, Penny, hallo, Sam. Hallo, Tom. Hi, Tom. Wir brauchen eine Winde zum Runterlassen, Tom. Kommt sofort, Kumpel. Okay, Tom. Ist ja der kleine Ausreißer. Okay, Penny. Okay, Sam. Armer Tiger. Oh, was für ein Glück. Tiger, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Armes Ding. Nach der ganzen Enge da unten muss er sich wohl erst mal die Beine vertreten.
Wunsch scheint sich auch erfüllt zu haben. Tiger hat gelernt, keinen Vögeln mehr nachzujagen. Du hattest wohl doch recht, Mom. Das ist wirklich ein Zauberbrunnen. Dann werde ich vielleicht doch noch irgendwann eine Prinzessin. Wer weiß. Prinzessin Sarah. Klingt gut.